Das Thema Adventure-Hänger ist noch nicht vom Tisch. So nämlich, ja. Der Kanal heißt Three on Tour. Hat ein Video gemacht. 5 Ausbaufehler am Campingzeltanhänger, die du nicht machen solltest. Projekt Offroad-Anhänger. Und da wollen wir jetzt mal gemeinsam reinschauen und so ein bisschen Inspiration ziehen. Weil das sieht jetzt so, wie das auf dem Anzeigebild aussieht, schon mal so aus, wie man sich das gut vorstellen kann. Wie geil ist es auch jetzt schon zu sehen, dass der an der Seite so eine Solardings zum Ausklappen hat. Heute möchte ich euch mal nicht erzählen, wie toll mein Anhänger ist, sondern ich möchte euch heute mal 5... Das ist ja ein geiler Anfang. Silas, sehr guter Einstieg. Fehler zeigen, die ich gebaut habe, die ihr vielleicht am besten nicht nachbauen solltet. Und am Ende seid ihr einfach schlauer und baut das richtig. Und die möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Okay. Jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß mit dem Video und Daumen hoch nicht vergessen. Ja, kommt. Machen wir. Den ersten Fehler, den ich gemacht habe, der fing, glaube ich, schon beim zweiten oder dritten Video der Ausbauserie an. Und zwar haben wir dort die Bordwände montiert, damit wir eine doppelte Höhe haben für innen, damit wir mehr Platz hatten. Und da ging jetzt auch schon der Fehler los. Viele montieren ja solche Bordwände nur, damit sie später irgendwas drin transportieren können und demontieren die Bordwände auch wieder, sobald sie diese nicht mehr brauchen. Bei uns ist es aber so, unsere Bordwände sind immer montiert und das habe ich einfach nicht bedacht. Ich hätte zwischen die Bordwände, wo die aufeinander gestellt werden, entweder ein Dichtungsband nehmen sollen, damit das Ganze später auch innen drin wasserdicht ist, oder auch eben ein Fettband, damit das hier aufeinander nicht reiben kann. Metall auf Metall ist natürlich auf Dauer nicht immer so praktisch und deswegen wäre ein Fettband, eine Dichtung, eine Gummidichtung dazwischen, wo das Ganze dann aufeinander liegt, viel, viel besser gewesen. Das habe ich leider nicht gemacht. Wir müssen jetzt aufwendig später den Deckel nochmal abnehmen, was jetzt nicht so aufwendig ist, das sind nur diese paar Schrauben. Dann müssen wir die Bordwände nochmal lösen, anheben. Warum lachst du? Was ist los? Wir müssen jetzt aufwendig den Deckel nochmal abnehmen. Aber so aufwendig ist es gar nicht. Aber so aufwendig ist es gar nicht. Sehr gut, Silas. Das können wir bei uns noch machen. Ja. Dann haben wir auch nicht das Problem, dass es nicht so schön aussah, weil wir da nicht gestrichen haben. Weil dieses schwarze Band, was ihr meint, es gibt im Baumarkt, weiß ich, wo es liegt, das ist eine gute Idee. Ja. Dann ist es wirklich, stimmt, da könnte Regen rein. Ey, Silas. Danke dir. Danke, Bro. Ein Band oder irgendwas in der Art drunter machen, was das Ganze dann abdämpft, wasserdicht macht gleichzeitig. Und dann klappert die Scheiße wahrscheinlich auch nicht so beim Fahren. Ja. Auch ganz geil. Ist echt gut. Zumal wir machen die ja wirklich nie ab. Ja. Können wir machen. Machen wir einmal fest, dieses Band, zack. Ja, eben. Ja, weil wir halt auch den Deckel drauf haben. Ja, das ist gut. Keine Abnutzung, dass sichtbar sind. Das Ganze ist ja auch so, wenn es dann aneinander reibt, löst sich hier diese Verzinkung. Und das ist ja kein Aluminium, das ist leider so. Es gibt ja auch tatsächlich Bordwände, die sind aus Aluminium. Unsere ist ja hier nur verzinkter Stahl. Das bedeutet, wenn das Ganze reibt, löst sich diese verzinkte Stelle und es fängt an zu rosten. Und das ist natürlich überhaupt nicht schön. Das gut, aber ist bei uns kein Thema. Wir haben Aluminium. Ich wollte gerade sagen, wir haben aber Aluminium. Ja, okay. Wir haben ja eloxiertes Aluminium sogar. Deshalb war das ja so scheiße, da runterzukriegen. Ja. Deshalb. Meine Idee wäre gewesen, so ein Streifenfettband unter beide Stellwände und dann wäre das wasserdicht gewesen und es fängt später nicht an zu rosten. Machen wir Fettband. Jetzt kommen wir zu unserem Küchenblock, auf den ich immer noch sehr, sehr stolz bin. Sieht es sehr funktioniert geil aus, alles tadellos. Ah, stopp, ich bin auch so. Ja. Hä, wie geil ist das da hinten? Was ist denn da? Ach, das ist Strom, wa? Ja, hier mit Steckdosen dran, Alter. Oh, und so alles an. Das ist ja geil. Was ist denn alles? Steuereinheit? Was ist denn da alles los? Ja, das wird ja auch hier für das Solarding sein, ne? Achso, stimmt, ja. Vielleicht hat er auch. Dann ist das rechts ein Akku wahrscheinlich. Sozusagen. Das wird eine Powerbank sein, ja, ja. Powerstation. Strom, also hier. Aber geil mit den. Das ist ja richtig ordentlich und schön. Schön gemacht, ja. Dann ist halt die Frage. Wir wollen das ja irgendwie auch so haben, dass man es auch rückbauen kann. Das ist halt so ein großer Aspekt, ne? Ja, stimmt. Das ist ja alles fest verbaut. Übrigens auch Props an dieses Schubfach, was an der Seite da drin ist. Das ist ja auch mega geil. Obwohl es da eigentlich auch Möglichkeiten gibt, weil in der Küche kannst du ja auch, das ist ja auch ein Schienensystem, was du abklicken kannst. Da muss doch seine Küche, kannst du da bestimmt auch ein Schienensystem kaufen, was du dann auch abklicken kannst. Mhm. Das rastet ja nur ein. So wie ich das da sehe, hat er eine Holzplatte unten, so wie wir auch, aber diese Schiene, die du da siehst, die ist auf jeden Fall verschraubt. Okay, die Schiene. Okay, die Schiene an sich, aber wenigstens, dass du die Küche rausmachen kannst, so. Aha. Dann müssen. Ja, okay. Ist dann halt aber wieder die Frage, wenn du das dann so machst, wenn du den Hänger, also das dann immer hin und zurück bauen und dann brauchst du auch noch irgendeinen Platz, wo du die ganzen Sachen dann lagern kannst. Das nimmt ja auch ordentlich Platz weg. Ja. Das ist halt auch noch so eine Sache, ne? Aber erstmal dicke Props, der Ausbau sieht auf jeden Fall fett aus. Sehr schön, sehr ordentlich.
weit zufrieden. Ich will den aber jetzt gar nicht zu gut reden, denn ich habe auch hier einen Fehler gemacht und das hatte ich schon mal in einem Kommentar erwähnt. Der wollte das auch nachbauen und da geht es jetzt hier um die Arbeitsplatte. Ich habe jetzt hier Holz verwendet, das zusammengeleimt wurde und das bedeutet, es verzieht sich enorm bei Feuchtigkeit und da hilft dann auch... Andi, ehemalige Tischler, stimmt das? Solltet nicht eigentlich genau aber, das aber, verhindern? Ja, aber es ist ja, jetzt überlege ich auch gerade, aber hä? Nee, das ist eigentlich stimmt das gar nicht, behaupte ich jetzt mal. Man verleimt ja Sachen. Also Leute, ich habe ja gelernt in der Tischlerausbildung. Ihr nehmt nicht, also das gibt's heutzutage natürlich auch, aber eigentlich nimmt man, wenn man eine Bank oder einen Tisch baut, nimmst du halt nicht ein riesiges Brett und machst einen Tisch. Weil dann verzieht er sich nämlich in die eine Richtung, entweder nach unten oder nach oben. Und deswegen sägst du das alles auseinander und guckst Jahrringe, das heißt nicht Jahresringe, das heißt Jahrringe, und drehst das immer abwechselnd. Und somit verzieht er sich halt nicht so doll. Ja. Ich verstehe gar nicht, eigentlich Leimholz verzieht sich nicht doll bei Feuchtigkeit. Na gut, vielleicht ist da irgendwas komisch. Na gut, aber verzieht sich nicht jedes Holz bei Feuchtigkeit doll? Auch nichts, das... Glaslook mit Klarlack eben erreichen wollte, weil ich finde es immer toll, dass man diesen Glaslook hat, dass man denkt, das Holz ist unter einer Glasschicht. Deswegen wurde das ja hier mit speziellem Klarlack behandelt. Das hilft natürlich dagegen nicht, denn die Feuchtigkeit verursacht einfach relativ schnell, dass sich das Holz hier verzieht. Hä, aber trotz Klarlack? Was? Verstehe ich nicht. Also der Lack sollte eigentlich voll und ganz verhindern, dass Feuchtigkeit einziehen kann. Das verstehe ich jetzt aber gerade auch nicht gar nicht. So dann hat er vielleicht nicht alles gut genug lackiert. So. Das Problem bei Holz ist ja schon, das lernst du auch, also ich bin kein Lackierer, aber es muss ja auch lackieren in der Ausbildung, beziehungsweise, ja, muss ich auch machen. Du sollst ja auch nicht einseitig lackieren oder ölen eigentlich. Weil da kann auch passieren, dass, weil Lack oder Öl ist ja auch eine Feuchtigkeit und wenn du das nur von einer Seite machst, verzieht sich das auch schon. Okay, ja, klar. Aber ja, wenn die Küche montiert ist, baust du halt die Platte nicht mehr ab. Das verstehe ich auch so. Dagegen gibt es natürlich auch teure Lösungen. Richtiges Holz habe ich jetzt ehrlich gesagt, weil ich auch kein Schreiner bin, dafür nicht gefunden oder noch nicht gefunden. Und da seid ihr jetzt gefragt, schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare, welches Holz ihr für diese Arbeitsplatte nutzen würdet. Denn ich will nicht diese Multiplex- oder Siebdruckplatten, ich weiß es gerade gar nicht auswendig, verwenden. Denn ich finde, das hebt sich nicht richtig ab und sieht nicht ganz so schick aus. Ich will diesen typischen Arbeitsplattenlook haben, dann hier diese schönen Aluwinkel drum, auch diesen Feuerschutz für meinen Gaskocher haben. Das will ich alles wieder so übernehmen, auch die Spüle einpassen, aber eben dann mit Holz, das sich bei Feuchtigkeit, bei verschiedenen Temperaturen nicht verzieht. Was er jetzt genommen hat, sind einfach nur Bretter oder was? Oder nee, das ist schon irgendeine Form von geleimter Arbeitsplatte, nehme ich mal an, aber die ist auch sehr dünn, ne? Ja, eben. Also wenn du eine... Also, hä? Wenn du eine Küchenarbeitsplatte kaufst, dann kannst du ein bisschen Feuchtigkeit, kann die ab, was? Hä? Ja, aber hier schreibt schon einer, Zoa, ein Buche Multiplex. Hat er den Look, hat trotzdem eine Multiplex-Platte? Ja, Multiplex sowieso, ne? Ja, Multiplex ist super, aber kannst du eine ganz normale Küchenplatte halt nehmen, da passiert doch nichts. Ja. Deswegen ist das ja eine Küchenplatte, hä? Hier, Silas, unsere Empfehlung. Anni hat sehr gute Empfehlung mit Eiche, sehr gute Erfahrung mit Eiche gemacht. Nimm die, Öl die, alles gut. Ey, aber nee, ja. Also du kannst, wenn du im Baumarkt da Küchenarbeitsplatte steht, kannst du die auch nehmen. Das ist ja Quatsch, dass du ihn nicht nehmen kannst. Das hat gar noch nie gehört. Jetzt kommen wir mal zu meinem Deckel. Den habe ich ja von einer Firma bauen lassen. Ich habe die Maße der Firma gegeben. Dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch jetzt trotzdem nochmal hier oben. Dazu haben wir auch nochmal über den Preis gesprochen. Und jetzt kommen wir zu dem Fehler, den ich in diesem Deckel gemacht habe. Und zwar sind das hier nicht die Gasdruckdämpfer, sondern es sind die Verstrebungen. Und das liegt einfach daran, zum einen haben wir voll verzinkten Stahl genommen. Das ist natürlich voller Quatsch, muss ich jetzt an dieser Stelle zugeben. Würde ich jetzt so nicht mehr machen. Einige hatten mir das auch geschrieben. Ja, dazu muss ich einfach mal lernen. Jetzt ist es so, ich würde heutzutage einfach dickes Aluminium nehmen. Das gibt es in der gleichen Stärke, in der gleichen Materialstärke, in der Länge können wir es ganz normal auch wieder einnieten, wie eben das voll verzinkte Material. Somit würde sich auch auf keinen Fall was ändern und wir würden massivst Gewicht sparen. Also es wäre ja die Hälfte locker an Gewicht einfach mal weg, nur weil wir von Stahl auf Aluminium gehen würden. Und das würde zur Verstrebung, zur Versteifung von dem Deckel vollkommen ausreichen. Und was ich auch nicht mehr machen würde, ich würde nicht mehr 5 Streben einbringen, sondern einfach nur noch 3, 1 vorne. Ach krass, ich hätte jetzt gedacht sogar mehr Streben. Ja, weniger würde ich jetzt aber auch nicht machen. Mein Bauchgefühl bei unserem Hänger ist nämlich, ich hätte gerne noch ein paar Streben mehr, damit man da wirklich
also der ist schon sehr stabil, finde ich. Ja. Aber ich hätte halt gerne noch das Gefühl, dass es noch ein bisschen stabiler ist von der Verstrebung. Ja, aber wozu will er noch... Ach nee, er will weniger haben. Er will weniger. Okay, ja. Verstehe ich, weil er hat ja eh nichts drauf. Der ist ja null Gewicht in der Mitte drauf. Der hat ja ein Schienensystem, wo das Dach drauf ist. Also es wird eh nicht belastet. Er kann die gerne auch weglassen. Also weglassen kann er nicht, nee, aber er muss das Ding ja versteifen. Ja, okay, aber er hat recht. Also drei reichen auf jeden Fall. Ja. Ja. Eins hinten in der Mitte, weil ich habe gemerkt, der Deckel ist so massiv, wir müssten den nicht mal versteifen. Und damit eben das Gewissen beruhigt ist, würde ich sagen, machen wir drei Stück rein, sparen uns Gewicht und gleichzeitig Aluminium auf Aluminium ist viel, viel besser. Meine Gasdruckdämpfer waren ja eine Sache für sich. Allein schon eine Halterung sich auszudenken, damit wir das hier ordentlich befestigt kriegen. Nicht wegen den gekauften Halterungen, nein, sondern wir mussten das Ganze ja auch am anderen Ende in die Bordwand einbauen. Und das war einfach nicht so einfach. Wir hätten natürlich erstmal bei anderen Herstellern, die original schon Deckel verbauen, nachgucken können. Aber das wäre zu schön gewesen. Im Internet. Da waren auf jeden Fall eine Menge Unterlegscheiben am Start. Habe ich da auch nicht wirklich detaillierte Bilder gefunden und teilweise waren die Deckel auch einfach nicht so schwer wie unsere. Ist ja auch Massivbauweise, die gekauften sind meistens relativ wabbelig. Wir haben das Ganze ja mit Schlossschrauben gelöst, wir haben dann Beilagscheiben draufgepackt, dicke Muttern, das sind ja M12er Schrauben, dann haben wir hier diesen Gasdruckdämpfer drauf gemacht und das hat auch sehr, sehr gut gehalten, es hält auch immer noch, aber heute bin ich schlauer, ich würde die Bordwand einfach versteifen, ich würde ein Profil reinmachen und durch das Profil ein Loch bohren, die Schlossschraube durchstecken, die Scheiben drauf machen und dann den Stoßdämpfer eben montieren, denn diese Kantung wird sich mit der Zeit einfach durch das immer wieder auf und zu nach innen verbiegen und das wollen wir ja nicht machen und damit das jetzt eben nicht passiert, habe ich hier erstmal provisorisch zwei so Aluprofile reingesteckt, damit das ganze Profil hier oben nicht nach innen. Ah, okay, weil das Gewicht ja dann immer so... Ach, okay, krass. Also, die waren scheinbar vorher nicht da, möchte er uns damals sagen, ja, diese zwei Alu-Stäbe. Ah, okay. Ja, da gibt's Sinn. Okay. Klappen, das mache ich jetzt dann im Sommer wahrscheinlich nochmal neu. Da machen wir dann die ganzen Schlossschrauben einfach raus und stecken ein Profil rein, bohren da ein Loch durch, die Schlossschraube durch und dann hat das von hier oben bis hier unten volle Auflagefläche. Die Kraft wird verteilt auf die Bordwand und das wäre einfach viel, viel besser als die Lösung, die wir jetzt gemacht haben. Ist das eine nötige Veränderung? Das ist jetzt, weil er wahrscheinlich genauso kleiner Zwangsneurotiker ist wie wir, weil es dann besser ist, aber ich glaube, das wird jetzt so, wie er es da gelöst hat, auch halten. Ich glaube auch, ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Technisch funktioniert es trotzdem einwandfrei. Es ist auch nichts passiert. Ich kann es auch locker so lassen. Es hält, es wackelt nichts. Und eigentlich bin ich soweit zufrieden. Aber auch hier ist Verbesserungsbedarf. Mir ist jetzt auch noch was Positives eingefallen, nicht nur Negatives. Sehr gut. Und zwar hatten wir im letzten Video unseren Batterieausbau vorgestellt. Und da haben mir jetzt schon einige Leute geschrieben, hey, was ist eigentlich mit deinem Seitenauszug passiert? Denn der Batterieauszug ist ja direkt da drüber. Und, drück mal Stopp, bitte. Ja. Hey, das ist ja geil. Das habe ich... Digga, der hat sich einfach eine Klappe da eingebaut. Ja, voll gut, ne? Ach, da unten, jetzt sehe ich es erst. Nein, also das ist der Deckel. Du machst das Schubfach zu und dann machst du den Deckel nach oben. Ja, das ist ja das Geile an dir. Ja, also können wir auch noch im Nachhinein einfach reinsägen und anscheinend auch so ein Ding da reinmachen oder was. Weil dann kommen wir ja seitlich richtig gut ran. Das hat er auch gemacht, weil er ja, die Klappe ist bei ihm so. Das heißt, er kommt hinten schlecht ran. Das ist voll gut so. Das hat er richtig gut gemacht. Ja. Weil bei uns geht seitlich auf. Kommst du dadurch kommst du ja überall relativ gut. Wir ran. Kommen bei uns ganz gut. Aber für ihn ist ist perfekt. Hä, der hat da einfach selbst so ein Ding. Das ist ja richtig geil, Alter. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal in die Ausbauvideos reingehen. Ja? Und da drüber ist dann seine Elektroinstallation. Und da drunter ist toter Raum. Und hat das so. Das ist ja richtig gut, Alter. Scheiße clever, Alter. Verdammt! Schön! Schön, Silas. Einfach schön. Hör auf, ihn beim Vornamen zu nennen. Er ist immer noch hier. Also ich habe ihn immer noch verbaut und er wird auch so bleiben. Da bin ich relativ stolz drauf. Und ich habe ja hier die Seiten beleuchtet. Als ob er da noch ein Licht drüber gesetzt hat, damit er dann im Dunkeln, wenn er das Ding rauszieht, dann da Licht hat. Das ist alle aber wer so den Rasen mäht... Guck, da ist die Garage. Was habt ihr eigentlich nicht, hä? Okay, ist nicht seine Garage, ist vom Nachbarn, aber egal. Ja, aber der Rasen ist auch akkurat wie ihn, Alter. Kannst du aber wissen, ne? Oh! Noch montiert eben, wenn es dunkel ist und die Klappe zu ist,
hier man Licht für diese Klappe hat und diese Knöpfe findet. Deswegen habe ich eigentlich da eine Leuchte montiert. Die jetzt Klappe ist mir aber aufgefallen. Die Leuchte die, ist. Die Klappe gibt es doch bestimmt so zu kaufen. Die wird er sich doch nicht selber gebaut haben. Die Klappe gibt es bestimmt zu kaufen, aber er hat es dann selber eingesägt und die eingelassen. Das finde ich voll schön, cool, ja. Mann. Wasserdicht, boom. Was mich auch interessiert, dass da oben das Loch, das wird wahrscheinlich für die Verkabelung zum Solarpanel sein, nehme ich mal an. Vielleicht zeigt er, obwohl, wir gucken uns dann auch mal die Ausbauvideos an. Ja, ich bin hooked, Silas. Bade an, im Dunkeln, ultra hell. Wenn wir den Auszug rausmachen, wird dieser Auszug komplett von der Leuchte beleuchtet und man hat im Dunkeln einwandfreie Sicht auf das Zeug, was wir hier später reintun werden. Ist geil. Also, was tut er denn da rein? Auch hier positiv Krimskrams. Überrascht. Ein netter Nebeneffekt, mit dem hätte ich gar nicht gerechnet. Jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Fehler und zwar bezieht sich der wieder auf meinen Heckauszug. Und eigentlich hatte ich ja gesagt, ich bin richtig stolz auf den Heckauszug, aber auch hier ist mir noch ein Fehler unterlaufen und der Fehler ist einfach meine große Staukiste dort hinten und da hat mir auch jemand in meinem Video geschrieben, ich predikte, er kommt da nicht ran, wenn er den Deckel nicht drauf hat. Richtig, ja. Hey, coole Sache, aber wenn der Deckel unten ist und das Dachzelt offen und ihr wollt eure Küche benutzen, dann kommt ihr ja gar nicht mehr an die Staukiste ran und dann habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch die Küche so gebaut, dass wir sie voll ausziehen können. Und dann rückblickend im Video habe ich bemerkt, du hast vollkommen recht. Der Deckel unserer Staukiste geht nur noch so weit auf. Man kommt zwar noch an seine Sachen dran, aber äußerst schwer und unbequem. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Sinn der Sache gewesen. Und deswegen werde ich diesen Deckel auch komplett neu überdenken müssen. Und sowieso neu überdenken, denn ich habe euch ja gesagt, dieses Holz ist für Feuchtigkeit draußen einfach nicht geeignet. Und deshalb hatte ich ja eigentlich auch immer dieses wasserdichte Holz genommen, damit für außen das einfach besser geeignet ist. Nur eben bei der Küche. Die Kühlbox hier hat jetzt auch irgendwie cool, oder? Auch schön, schön integriert in die Küche, kommst gut ran. Ja. Küchenplatte habe ich es voll vermasselt. Also auch hier die Küchenbox und die Küchenplatte werden wir hier überarbeiten müssen. Alles in allem relativ überschaubar. Das war auch nicht original, dass die hintere Klappe so seitlich aufgeht, oder? Hat der doch bestimmt gemacht. Was mich sehr ärgert, was viel Aufwand bedeutet, ist, diese Zwischenschicht zwischen beiden Bordwänden einzubringen. Denn das wird nicht ganz so einfach. Man muss wahrscheinlich den Deckel nochmal rückbauen. Dann die Schrauben lösen von den Bordwänden. Das ganze ein Stück anheben. So ein Band dazwischen machen. Vielleicht eine Dichtung. Vielleicht eben auch so ein Fettband. Boko. Fettband ist ja eigentlich relativ cool. Mal gucken. Macht Arbeit. Ich habe aber dann ein besseres Gewissen vermutlich und deswegen werde ich das nachholen. Ich gelobe Besserung. Mich freut es, dass ihr wieder reingeguckt habt. Ich danke euch, dass ihr immer so treu dabei seid, immer so nette Kommentare schreibt. Ich würde mich auch heute wieder freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Lasst einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe wieder was Cooles vorzustellen. Ich freue mich immer und bis dahin gute Zeit. Tschüss. Ciao. Ey, Silas, 3 on Tour, finde ich gut. Da kann man sich nochmal Inspiration holen, glaube ich. Ja, also da gehen wir jetzt mal öfter rein. Vor allem, ich habe noch mehr Videos entdeckt, wo auch andere Hänger sind. Wir müssen mal ein bisschen in die Hänger machen. Vielleicht machen wir jetzt immer, wenn wir streamen, ein Hängervideo, damit wir ein bisschen, Inspiration. Und da holen wir jetzt uns alles zusammen dann so. Ich glaube auch, das fehlt gerade so bei dem Projekt. Weil ich bin ganz ehrlich, ich hatte gerade, also jetzt, wo ich das Video gesehen habe, habe ich wieder mehr Bock auf den Hänger. Ja. Weil die Lust ist da so ein bisschen verloren gegangen. Wie cool sieht denn sein Hänger auch eigentlich aus? Ich finde auch cool, wir müssen unseren Hänger auch so machen, dass es so wirklich so ein bisschen outdoor-mäßig aussieht. Mhm. Ob Sinn hat, ist eine andere Sache, aber allein, dass er diese Radkästen da schwarz gemacht hat und so, dass sich das abhebt und die Solarpanels außen dran, das sieht schon sehr rough aus, sehr cool. Ja. Schön, Alter. Muss auch die Bereifung geändert werden. Ja, eigentlich schon, ja.